Yo, yo. Kommt schon vor, dass ich mich wunder über mich selber, während ich die Veggie-Bolo auf den Tisch klecker. Jemand sagt, ach komm, die Menschheit ist doch nicht rettbar. Wir sollten akzeptieren, das Schiff kentert. Selbst wenn wir es schaffen würden, dann werden wir in einigen Milliarden Jahren verglühen. Ich denke später drüber nach, denn ich bin grad nicht müde. Also lege ich mich schlafen und denke ans benachbarte Waldsystem versagen. Wenn es so weit kommt, haben wir vielleicht entdeckt, ein bewohnbarer Planet ist nicht mehr unmöglich weit weg. Wir wären 7000 Jahre lang auf Reise. Wenn wir überleben sollten, wird das Sternsystem erreichen. Doch auch dieses wird vergehen wie jedes andere auch, bis es nur noch schwarze Löcher gibt im gesamten Raum. Und wenn das unsere Aussichten sind, erscheint manches Problem im Leben auch nicht so schlimm. Also lass uns in den Tag leben und den Lasten des Alltags nicht nachgeben. Dieses Leben ist doch viel zu schön, auch wenn schon immer klar war, dass es mit der Zeit vergeht. Ich möchte gerne in den Tag leben und den Lasten des Alltags nicht nachgeben. Dieses Leben ist doch viel zu schön, auch wenn mir immer klar war, dass es mit der Zeit vergeht. Albert Einstein sagte mal, im vierten Weltkrieg wird gekämpft mit Stöcken. Statt mit Waffen sollte eigentlich erschrecken, das zu raffen, dass das nicht weit weg liegt, bis der Planet im Universum nur als Fleck liegt und wir weg sind. Doch anstatt das Notsignal zu sehen, ist zu verstehen, diese Dringlichkeit. Wir haben nicht für immer Zeit und dein Argument, es klappt schon immer, weil es immer so gemacht wurde. Aufgehoben dadurch, dass es atomare Nacht wurde und ein paar Ressourcen weniger für die Erde sind kein Beinbruch, sondern notwendig, damit du noch einen Schein druckst, bis dass die Erde weinen muss in Form von saurem Regen. Du solltest dich schämen, bist du nicht dagegen? Denn schau dir an, was wir verlieren. Die Vögel, die Äste, die Kiefer, die Lilien, die Berge, die Blumen, die Beete. Und jetzt schau dir den Pilz an, es ist zu spät. Also lass uns in den Tag leben und den Lasten des Alltags nicht nachgeben. Dieses Leben ist doch viel zu schön, auch wenn schon immer klar war, dass es mit der Zeit vergeht. Ich möchte gerne in den Tag leben und den Lasten des Alltags nicht nachgeben. Dieses Leben ist doch viel zu schön, auch wenn mir immer klar war, dass es mit der Zeit vergeht.